Ja, wie gehen wir am besten? Okay, wenn wir da anfangen, dann nehmen wir die meisten mit. Oh, ihr seid auch schon wieder da. Ja, erstmal willkommen. Ich wollte, oder auf dem Flohmarkt, das ist so ein schöner Dorfflohmarkt. Ich habe hier so eine schöne handgezeichnete Karte und ich und mein Bruder müssen natürlich planen, wo fangen wir am besten an. Also, dass man ideal sich hinstellt und oder beginnt. Und dann heißt es laufen. Tja. Bin ich mal gespannt, ob wir was finden. Ja, aber wenn, das seht ihr gleich. Der Dorfflohmarkt war wirklich abenteuerlich. Es ist immer sehr schön, wenn man weiß, wo es stattfindet, mit den Haushalten, dass man doch mal ein bisschen anders suchen kann. Da bringen doch viele ihre Teile raus, wenn sie vor der Haustür sozusagen aufbauen können, Sachen, die sie sonst nicht auf dem Flohmarkt mitnehmen würden. Das heißt, man kann das Glück haben, vielleicht ein paar Dinge zu finden, die sonst nicht mitgenommen werden. Gut. Dadurch, dass ich ja nicht nur diese Klamottengeschichte habe, dass ich jetzt nicht Klamotten sammle oder so, sondern ein bisschen anderen Kram, ist es ein bisschen schwieriger. Aber mein Bruder und ich waren heute Morgen auf dem Dorfflohmarkt und wir sind echt über 3,5 Stunden richtig schön rumgelaufen. War auch anstrengend, weil manche sehr weit draußen doch ja, sich angemeldet haben. Man muss da manchmal eben halt schon eine Strecke hinnehmen. Wie dem auch sei. Es war schönes Wetter, also es ist über 20 Grad, deswegen habe ich mir auch schon was zu trinken hier hingestellt, einen Saft in meinem Cola-Glas, damit ich jetzt nicht ins Straucheln komme, wenn ich jetzt euch diese schönen Teile zeige, die wir gefunden haben. Wie gesagt, der Dorfflohmarkt findet einmal im Jahr statt. Wir gehen ganz gerne dahin, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber andererseits, man kennt schon ein paar Leute, die da im Dorf sind und man sagt sich Hallo und es ist auch immer sehr schön gemütlich, weil manche haben in ihren Hintergärten dann auch verkaufen Getränke, dann machen Waffeln selbst, haben Kuchen gebacken, Kaffee gibt es, also man kann sich da auch durchschlemmen. Das ist auch was Witziges. Naja, die Liste brauche ich nicht mehr, wo wir lang gegangen sind, aber ihr wollt jetzt nur wissen, was haben mein Bruder und ich auf dem Flohmarkt überhaupt gefunden? Ja, was haben wir gefunden? Eigentlich eine ganze Menge richtig schönen Stuff. Ich kann es jetzt nicht von Stand zu Stand sagen, sondern ich sage es allgemein, wie es ist, die Preise dann so. Wir waren ja in einer Garage und da hat einer dann auch ein paar DVDs und Blu-rays, obwohl wir diesmal Filme gar nicht haben. Also da gab es so gut wie gar nichts, was wir nicht schon hatten. Aber da hat auch einer Statuen gehabt und mein Bruder entdeckt da, Moment mal, diese Figur kenne ich doch. Und dann hat er hier einen Claptrap gefunden. Richtig cool, der ist auch richtig, ist auch heil. Den kann man hier vorne öffnen und da kann man einen PlayStation Controller aufstellen. Richtig cool. Und jedenfalls irgendwie meint mein Bruder, die Arme gehören noch höher. Vielleicht kann man da noch was stecken, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man da auch irgendwo was aufladen. Da soll eine Stromquelle sein. Jedenfalls gab es den für 5 Euro, den haben wir da mitgenommen. Und das war auch erst der einzige Fund, den wir dort an dem Stand gemacht haben. Und ich bin später wegen einem anderen Spiel doch nochmal zurückgegangen und da hat er noch ein paar andere Sachen rausgepackt. Die zeige ich euch auch gleich. Also wie gesagt, es gab diesen wunderbaren Claptrap für 5 Euro. Der ist, glaube ich, sogar nur als Import bei uns erhältlich. Oder es ist ganz schwer mittlerweile zu finden und ist ein schönes Sammelstück. Naja, ansonsten weiter hatten wir da geschen gewühlt. Games zeige ich ein bisschen zusammen, aber die hatten wir auch später gefunden. Da wollte er so 5 Euro das Stück haben. Ich habe ein bisschen runtergehandelt. Die haben, glaube ich, 3 Spiele mitgenommen. Die zeige ich euch aber später. Ansonsten stand da noch ein Auto und in der Verpackung. Er wollte auch einen Fünfer haben. Im Endeffekt, das hatten wir zuerst gekauft und das andere haben wir dann um die 17 Euro bezahlt mit 3 Games. Aber und er wollte einen Fünfer pro Game haben, ne? 3 Games und dann das Teil. Zusammen 17 ist echter Schnapper, denn das ist der DeLorean von Back to the Future 3. Das Ding kostet so 25 Euro neu. Und das, abgesehen von der Box, die ein bisschen angeschlagen ist, ist der Wagen top in Ordnung, ist noch nicht aus der Verpackung genommen worden, richtig. Das Plastik hatte sich jetzt hier gelöst, der wohl so nur im Regal gestanden. Ja, und ist richtig gelungen. Da hinten haben wir noch so ein paar Bilderchen. Ja, für 5 Euro. Beziehungsweise in dem Sinne sollte er 5 kosten. Und den haben wir dann mitgenommen. Ja, richtig cool.
Ja, am besten fange ich an mit Büchern. Haben wir auch ein bisschen was gefunden. Aber ein Buch, an das andere Buch komme ich jetzt nicht ran. Ein Disney-Taschenbuch, beziehungsweise Fantomias. Das sind jetzt so ältere Geschichten von Fantomias. Gab es für 4 Euro beim Kind. Kind hat auch verkauft. Da sagt man dann nicht unbedingt oder handelt man nicht so extrem, wenn der Preis in diese Richtung geht. Deswegen völlig in Ordnung, kann man so sagen. So, dann war ich noch bei einem Stand. Wie gesagt, man geht ja durchs Dorf. Habe ich für mitgenommen für 10 Cent. Ein Buch oder ein Kinderbuch. Tao Tao, der Krokodilkönig von 84. Tao Tao ist hier ein Anime aus den 80er Jahren. Geht um den Panda. Ja, diese Heftchen kostet mal 1,95 Mark zur gleichnamigen Fernsehserie im ZDF und ORF. Gab es eine ganze Menge Comics und wie gesagt für 10 Cent diesen Klassiker, habe ich gedacht, nehme ich mit. Und bei Klassiker sind wir auch, indem ich da zeige, ich habe 4 Figuren gefunden. Und zwar 4 Schlümpfe, die gab es zusammen für 2,50 Euro. Das war so in der Kiste, waren neue und ältere. Und ich habe bei den älteren, da sehe ich, dass ich diese Figur gefunden habe. Und als Fan der Schlümpfe weiß man sofort, die gehört zur Geschichte des Astronautenschlumpfs. Ja, der Astronautenschlumpf durfte natürlich auch nicht fehlen. Was aber meistens da bei ihm fehlt, ist der Helm. Also da fehlt auch der Helm, aber in dem Sinne für den Gesamtpreis der 4 Schlümpfe war es in Ordnung. Dann habe ich noch einen Babyschlumpf, den fand ich sehr niedlich mit einem Teddy. Auch richtig cool. Und dann gab es noch eine Schlumpfine mit Babyschlumpf. Das ist auch eine von 1984, eine Figur, eine richtig alte, ganz niedlich. Durfte auch sein. Ja, durfte auch sein. Ich greife jetzt vor, das hat auch etwas über 10, zwischen 10 und 15 Euro gekostet. Weil ich habe es mitgenommen, weil ich sehe es selten und ich glaube, da gibt es einige Fans und auch ein paar Freunde von mir, die sammeln diese Serie. Und zwar eine Power Rangers Uhr in einem sehr guten Zustand. Die Batterie ist lediglich rausgenommen worden. Da zeige ich auch eine Nahaufnahme nachher, dass, weil man kann es nicht sehen. Hier ist ein Ranger drauf, ich glaube der rote oder der rosane im Display. Die Uhr soll noch funktionieren, wie gesagt, nur Batterie wurde rausgenommen. Ja, die sind 1994 erschienen, diese Uhr. Ja, und ist in einem sehr guten Zustand. Also, dann habe ich gedacht, das nehme ich mit. Und ich habe ja ein paar Freunde, die sammeln Power Rangers, da muss das sein. Ja, dann gab es, bevor ich zum dahin komme, es gab Kassetten. Ich habe Hörspielkassetten gefunden, so ein paar. Bei dem, wo ich dieses Tao Tao Buch gefunden habe, der hat noch eine Hörspielkassette da gehabt. Also ich habe die durchgeguckt und normal Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Co., was waren fast alles neuere. Aber eine alte Benjamin Blümchen ist hier gewesen und zwar von Teldec. Eine, das ist, da steht noch kein Kiosk und das ist eine Doppeledition. Da sind 2 Geschichten drauf. Einmal als Kinderarzt und rettet den Kindergarten. Eine Longplay-Kassette ist das. Das ist auch so eine Club-Edition. Also das ist schon etwas selteneres Teil. Ja, ne? Und ich habe mal nachgeguckt, die geht so bei 20 Euro herum, ist sie wert. Und die gab es für 50 Cent, da freue ich mich natürlich. Mensch, richtig viel Stuff. So, und die anderen 4 Kassetten, beziehungsweise 1 ist eine Leerhülle, aber ich habe sie dann mitgenommen. Gab es mit 2 Filmen zusammen für 5 Euro. Also, deswegen, ich sage ja, ich zeige es alles ein bisschen anders, aber es war echt günstig. Und ich habe hier gefunden einmal Nummer 9 von Lady Lockenlicht, die magische Quelle. Auch etwas selten, das zu finden, deswegen habe ich es mitgenommen. Von Lady Lockenlicht auch Nummer 7, aber es ist nicht die Kassette, es ist nur die Leerhülle mit Cover. Aber weil man die so selten findet, habe ich gedacht, nehme ich die trotzdem mit. Ist ja auch so eine Sammelserie gewesen von Figuren, die es zu kaufen gab. Die Entführung, das ist die Leerhülle, auch ein schönes Cover, muss man ja auch ehrlich sagen. Und man findet sie seltener. Dann gefunden, aber war dabei im Ganzen, habe ich dann mitgenommen, Regina Regenbogen Nummer 25 und die Schneemänner, also die etwas weiteren hinten. Aber der Regenbogen seltener ist und das Ganze war so. Und eines, die in meiner Sammlung ist und die ist in absolutem Traumzustand, absolut neuwertig, deswegen freut mich das.
She-Ra, Princess of Power im Schatten der Katze, also Nummer 1. Richtig cool. Da habe ich mich echt gefreut. She-Ra findet man seltener und dafür dann in einem Traumzustand, in einer sehr guten Hülle. Obwohl ich muss sagen, ich habe die Hülle von der Hülle genommen, weil die Lok nicht, die leer, die war perfekt, aber hier ist auch neu drauf. Das stimmt da auch, das finde ich auch cool. Es hatte eben halt was bei den Europa-Kassetten und die Kassette ist im Neuzustand, Cover im Neuzustand. Jetzt habe ich eine Kassette in einem perfekt, wunderbaren, schönen Zustand. Oh, lass mal was trinken, wir haben echt warm draußen, man schwitzt schon. Und dann geht's weiter. Dann sind wir so im Hintergarten gewesen, haben auch noch zwei Games mitgenommen, da komme ich auch noch zu. Hintergarten, das waren ja alles Garagen, also was soll ich denn sagen, ich wiederhole mich eigentlich. Man möchte so die Stände beschreiben, das geht aber gar nicht. Das sind viele Familien gewesen, die meisten waren so, ja, waren junge Familien zum größten Teil. Deswegen gab es auch super viel Klamotten, ein paar Stände mit Trödel, aber es war eigentlich mehr auf Klamotten. Also wir haben wirklich Klamotten ausgemistet. Deswegen musste man sich durchfragen, aber ich habe ein Spiel entdeckt und das gab es für 1 Euro. Da konnte ich dann auch nicht sagen und ich dachte, boah, habe ich noch nicht gesehen, ist aber kultig und zwar Irrgarten. Kann ich sehen? Irrgarten von MB-Spiele. Ich gucke gerade, ob hier ein Datum steht, damit ich sagen kann, von welchem Jahr. Von 1977 gab es das. Irrgarten ist ein ähnliches Prinzip wie Schiffe versenken. Man baut sich sozusagen mit Trennwand jeder so einen Irrgarten aus und man muss sozusagen, ja, man hat einen Irrgarten gebaut und durch einen Irrgarten muss man flüchten und jeweils wird ihr durch Ansagen entsprechend muss man hindurch flüchten sozusagen, seinen Irrgarten und sozusagen verlassen. Auch richtig cool gemacht, ist eine schöne Idee. Ja, und wie gesagt, 1 Euro habe ich gesagt, das nehme ich mit. Kann man mal Probe spielen und sonst gebe ich das weiter. Ist aber in einem sehr schönen Zustand und für 1 Euro, das sage ich dann doch. Nicht nein. Nicht nein, konnten wir auch zu den anderen ganzen Kram sagen, der jetzt hier auf dem Stapel steht mit Spielen. Dazu möchte ich aber, ich muss mein Glas mal kurz zur Seite, damit ich was hinlegen kann gleich. So, gerade aufbauen, ist auch schön. Bei einem Hinterhof, wo wir eigentlich erst gar nicht hin wollten, weil es war wirklich der allerletzte in der letzten Straße. Und da haben wir erst gedacht, okay, gehen wir jetzt die 500 Meter für den einen Stand oder nicht? Es hat sich doch gelohnt, weil wir hatten einerseits diese Power Rangers Uhr da gefunden, aber mein Bruder hat auch noch gefunden ein Lösungsbuch. Da waren noch weitere Lösungsbücher, aber die wollten auch schon einen Wertpreis haben. Aber das Lösungsbuch in dem Sinne hatte mein Bruder nicht, also hat er sich gesagt, kommt das mit. Und zwar hat er sich mitgenommen Kingdom Hearts, das offizielle Lösungsbuch. Die wollte aber auch 20 Euro dafür haben. Dieses Lösungsbuch wird aber mittlerweile für das Doppelte gehandelt. Somit war es ein vernünftiger Preis. Das sind Filme. Ein, zwei Filme haben wir auch gefunden, aber nicht so viele, merke ich gerade. Noch mit dabei waren auch zwei Spiele, die wir gefunden haben, zwei PlayStation 1 Spiele. Wohl 2 Euro das Stück haben. Und zwar haben wir einmal mitgenommen in einem sehr schönen Zustand, ein Königreich für ein Lama. Disney-Spiele gehen ja immer und für 2 Euro kann man das mitnehmen. Das kann man dann auch nicht nein sagen. Und hier fehlt leider das Backcover und das ist keine richtige PlayStation-Hülle, sondern es ist eine Kopie-Hülle oder eine Ersatzhülle, kann man auch so sagen. Aber LEGO Rock Raiders. Handbuch ist sehr gut, CD ist top. Und Cover ist dabei. Ja, da kann man auch nicht nein sagen. Ne? Das sind noch die... Ja, das ist noch vor Telltale. Es ist, glaube ich, hier so ein bisschen Strategie, glaube ich, gewesen, wenn man es ist. So ein bisschen... Abbau. Man muss so ein bisschen Bergbau, kann man so sagen. Aber auf jeden Fall so ein schönes Handbuch und so weiter. Alles sehr schön gemacht. Lohnt sich wirklich. Und für die Sammlung ist es nicht schlecht, kriegt eine neue Hülle irgendwann. Vielleicht finde ich ja nochmal das Backcover, aber sonst ein sehr, sehr schöner Zustand. Und dann kann man auch nicht unbedingt Nein sagen. So, nicht Nein sagen kann man auch zu Games. Jetzt gucke ich gerade, damit ich das mal richtig sage. Aber Games kommt weiter gleich. Ich will erstmal noch ein paar andere Dinge zeigen. Ich habe jetzt falsch sortiert. Deswegen mache ich das jetzt nochmal anders. Also, wo ich die meisten Kassetten gefunden habe, abgesehen von der Benjamin Blümchen, da habe ich ja noch 3 Filme sogar dabei gehabt. Die gab es, wie gesagt, für 5 Euro, das ist ein absoluter Schnapper. Und zwar habe ich da noch gefunden, ich fand das sehr witzig, einmal Hongkong Classics, die besten Kung-Fu-Filme aller Zeiten.
Was heißt das hier? Die 18 Todesschläge der Charolin. Ist noch sealed. Auch sehr lustig. Keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. Wird sich auch mal angesehen. Dann eine Mini DVD, habe ich noch nie gesehen und fand ich witzig, von Mr. Bean. Da sind 2 Episoden drin. Irgendwie sehr, sehr lustig. Passt zu Mr. Bean. Warum nicht mitnehmen? Ja, und dann etwas, was ich noch nicht kannte. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo zugehört, aber das war so mittendrin in der Grabbelkiste, wo die Filme auch waren. Und in dem Sinne sollte erst als 1 Euro kosten. Und wenn man bedenkt, je 1 Euro und ich habe jetzt 3 Hörspielkassetten, 3 Filme, da habe ich 1 Fünfer bezahlt. Das geht auch. Und zwar hier von Yu-Gi-Oh! Training Game Dual Masters Guide. Und zwar auf DVD. Ich kenne das Ding gar nicht. Und ja, da konnte ich sagen, habe ich gesagt, okay, das nimmst du mit. Das ist so selten garantiert, dass sich irgendeiner freut, der das in die Sammlung haben möchte. Ja, oh Mann. Bisschen ist da noch, gar nicht so viel, aber es war ein schöner Dorfflohmarkt einfach. Wir haben viel Spaß gehabt, auch wenn wir jetzt nicht gegessen haben oder so, aber oder was Kaffee getrunken. Wir wollten eigentlich mehr durch, weil irgendwann hast du erstmal nimmst du den Zentrum mit den meisten Ständen und dann läufst du die meisten Strecken. Und das ist natürlich dann auch mal ein bisschen anstrengend. Und man fährt jetzt, wir sind jetzt nicht die Typen, die mit dem Auto dann immer nur stückchenweise fahren. Wir hatten einen sehr guten Parkplatz, zentral, und dann ja, muss man auch laufen mal. Aber das hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe da auch ein Buch gefunden für 4 Euro. Ein Dreierbuch, und zwar von 3 Fragezeichen und der Dreitag. Das ist eine Geschichte, die aus der Sicht von allen den drei Fragezeichen, also von Justus, Peter und Bob, separat erzählt wird. Ich kannte bisher nur das Hörspiel. Ich wusste natürlich, das gibt einen Roman dazu, aber den Roman habe ich nicht gehabt. Wie gesagt, in einem schönen Pappschuber. Die Bücher sind in Top-Zustand. Ja, und dann für 4 Euro habe ich gesagt, okay, komm, nehme ich mit. Also ich habe von 5 auf 4 runtergehandelt, sagen wir es mal so. Dann gab es, wo ich das Brettspiel gefunden habe, da waren auch ein paar PlayStation 3 Games. Und ja, ich hätte noch mehr mitnehmen können, weil es waren zum Beispiel die ganzen Assassin's Creed Spiele da auf PlayStation 3. Und die wollte pro PlayStation 3 Spiel nur 1 Euro haben. Klar, hätte ich mitnehmen können als Tauschware, habe ich aber jetzt nicht. Also wir haben uns dagegen entschieden. Ich habe nur 2 Spiele mitgenommen, auch wenn wir das eine garantiert haben. Aber ich fand es wegen dem Schuber sehr toll, und zwar Max Payne 3. Ist immer wieder ein Hingucker, gerade durch den Schuber finde ich das interessant, und wie gesagt für 1 Euro. Und das fehlt uns in der Sammlung, Armored Core 4 Answer. Das ist die PEGI-Version, aber es ist auch, hat auch ein USK. Wir sind auch in Top-Zustand, also alles dabei und so weiter. Top, kann man sagen. Armored Core ist ja ein Mech-Spiel und mein Bruder sammelt die Reihe. Ja, und da hat er jetzt, wie gesagt, für je 1 Euro, kannst du nicht sagen. Klar, wie gesagt, die Assassin's Creed für je 1 Euro hätte man mitnehmen können, aber das wäre für mich Tauschware. Und das war dann nicht so, weil wir wollen schon die Tauschware reduzieren manchmal, auch wenn man gewisse Dinge doch dann ja eigentlich für 1 Euro mitnimmt. Im Endeffekt hätten wir sie mitnehmen müssen. Für den Preis war das echt geschenkt. Aber ja, ich würde es auch nur erstmal im Keller lagern, bis ich irgendwo wieder tauschen würde. Das soll man ja auch nicht. Aber woanders gab es noch ein Wii-Spiel für 3 Euro. Ne, 4 Euro hat mein Bruder bezahlt. Samurai Warriors 3 ist ein Ableger der Dynasty Warrior-Reihe für die Wii. Bin der Meinung, das hatten wir auch schon mal gehabt in der Sammlung. Mein Bruder wollte es erst nicht haben und dann fand das doch gut. Das war wohl mal abgegeben worden. Ist auch in einem guten Zustand, alles dabei. Genau. So, dann gab es bei einem Stand PlayStation 2 Spiele. Mein Bruder hat jetzt nichts gesehen, was ihn so sehr gereizt hat, aber ich habe mir gedacht, komm, 3 Spiele kannst du nicht liegen lassen. Vor allem der Zustand aller Spiele ist top. Deswegen, ich habe 3 PlayStation 3 Spiele für 5 Euro mitgenommen. Also das kann man eigentlich sagen, ist dann 1,50 Euro das Stück oder so knapp, 1,75 Euro. Da ist einmal eine Platinum-Edition, aber es ist ein Spiel, was so immer in die Sammlung passt, auch in Platinum, und zwar Sonic the Bigger Collection Plus. Auch top, also die Sonic-Spiele. Und ich sagte, der Zustand hier ist top. Alles wie neu. Kann man echt nichts gegen sagen. Also deswegen habe ich es auch mitgenommen. Genauso wie habe ich hier Tekken 5. Top. Ne? Alles mega guter Zustand. CDs top.
Also Tekken 5. Und da bin ich nicht so sicher, weil es von Midas Games ist, aber von Koei. Und Koei haben auch die Samurai Warrior Spiele gemacht. Deswegen mal sehen, wie das ist. Operation Winback. Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ist ein 18er Spiel. Auch top. Kann man wirklich nichts sagen. Absolut top. Was soll ich dazu sagen? So, jetzt habe ich noch drei Spiele. Die gab es mit dem DeLorean zusammen. Also wie gesagt, ich habe plötzlich, haben wir das dann vier Stück, 17 Euro bezahlt. In dem Sinne, ja, knapp 4 Euro pro Stück. Dann kann man machen mit dem DeLorean. Das ging. Ich habe ein Spiel mitgenommen auf gut Glück. Ich bin mir nicht, wir sind noch am Recherchieren, ob es inzwischen ohne Download-Code war oder mit. Und zwar geht es um Until Dawn. Und zwar steht hier drauf Extended Edition. Die gab es nur exklusiv bei Amazon. In dem Fall ist jetzt hier wirklich kein Skapo rein das Game. Da steht aber auch Extended Edition drauf. Es gab einen Zusatzstory-Teil, der nur exklusiv über Amazon vertrieben wurde. Wir sind aber nicht hundertprozentig sicher, ob es nur mit dem DLC-Code spielbar ist und trotzdem identisch normal ist oder das so. Aber egal, für den Preis kann man das mitnehmen. Das ist ein sehr geiles Spiel. Until Dawn ist ein cinematisches Meisterwerk, kann man sagen. Vor allen Dingen, es ist eine spannende Geschichte. Und hier spielt Rami Malek mit. Rami Malek hat einen Oscar gewonnen für Bohemian Rhapsody als Freddie Mercury. Also da kann man nur zu lang. Naja, jedenfalls gab es dann noch zwei weitere Games im Steelbook für die Xbox One. Und zwar einmal noch Sealed, sogar mein Bruder Boyd ist Fan der, von Remedy, von den Machern von Max Payne. Und das ist Quantum Break, das Steelbook. Ist noch Sealed oder Resealed, keine Ahnung, auf jeden Fall verschweißt. Das ist dann, das wie gesagt, für knapp 4 Euro kann man nichts sagen. Und mitgenommen auch Gears of War 4. Kann sein, dass hier so ein Plastikschuber fehlt. Ansonsten alles dabei. Ich will es nicht zeigen, weil ja auch Codes drin sind. Nicht, dass da irgendwas ich meinem Bruder zuvorkomme und euch zeige und ihr nehmt das weg und mein Bruder ärgert sich. Richtig schön hier hinten. Gears of War 4. Und na, jetzt ist es zu. Auch ein geiles Cover einfach. Kann man echt nichts gegen sagen. Und das für den Preis auch. Steelbooks, allein wegen dem Steelbook, das kriegt man immer an den Mann sozusagen. Und Gears of War ist eine schöne Serie. So davor würde sich jeder freuen, selbst wenn wir es nicht behalten würden. Aber wir behalten es. Ja, ich bin am Gucken. Na, mein Getränk habe ich schon eingebaut. Ich bin ganz sprachlos zu dem Ganzen. Ja, das war die Flohmarktausbeute heute von einem Dorfflohmarkt. Einem Flohmarkt, wo wir rumlaufen mussten. Ja, schreibt mir jetzt in die Kommentare, was findet ihr von toll hier? Was hättet ihr auch mitgenommen? Was ist euer Highlight? Bei mir ist es ein bisschen schwer zu fassen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch schon bei dem DeLorean fast als Highlight und auch dieses Irrgarten, weil ich finde das irgendwie cool. Aber hier ist auch alles, die Power Rangers Uhr, die habe ich so noch nie gesehen. Absolut top. Ja, wie gesagt, ihr seid dran. Unten hin, in die Kommentare. Was denkt ihr? Was findet ihr geil? So, was gefällt euch? Ansonsten ein Like, da ist auch unten so ein Daumen, ne? Da freue ich mich über einen Daumen hoch. Ansonsten die Glocke, genau die Glocke, da gibt es eine Glocke, dann könnt ihr, verpasst ihr nicht mehr die Videos, die ich euch präsentiere. Es gibt ja, ich bin ja jede Woche mit Videos dabei, ne? Dann seid ihr auch immer am Start, das ist doch cool. Und ich freue mich immer mehr. Ja, das soll es aber auch dann gewesen sein. Ich mache jetzt gleich nochmal schöne Aufnahmen, so schwenkt darüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
wo jeder sozusagen vor seiner Garage aufgebaut hat. Und, ne, also hier gibt es eine schöne Karte, richtig schön, ne, richtig handgemalt. Weggeweht. So.